Jo Leute, was geht ab? Und hier seht ihr noch, wie ich Discord noch runterlade. Schaut auf jeden Fall in den anderen Videos, was ich jetzt gemacht habe. Da habe ich überall gesagt, wie ich das mache und so. Und es wird ein extremes Video, wo wir mal mit euch irgendwas machen werden. Aber ich glaube, das mit Discord, da brauchen wir schon mehr Abonnenten. Also lasst ein Like da und ein Abo da. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich lade es jetzt gerade runter. Und werde mein Bestes versuchen, das zu machen. Ja. Und. Warte, was ist das? Ein Among Us Chat Voice. Für Among Us Friends. Aha. Das habe ich noch nie gehört. Aha. Okay. Ja, Leute. Ich habe auch TikTok. Lol. Ich mache ja auch zwei Videos, weil lange Zeit habe ich wirklich nicht so viele Videos mehr gemacht und so. Aber eine Frage, Leute. Kann man Lootboy irgendwas von Roblox auch für was verdienen? Das wäre eine sehr gute Frage. Weil ich spiele zurzeit sehr viel Roblox und so. Aber ich glaube nicht. Und wir werden mal öffnen. Okay, registrieren. Erstmal schreibe ich jetzt meinen Namen, das dürft ihr ja schon sehen. Ganz will. Und ja, E-Mail werde ich bestimmt jetzt nicht zeigen. Okay, ja, und wir sehen uns bis dann. Und ja, Leute, das werde ich schon bestimmt privat machen. Ja, wir wissen Bescheid und so, Privatsphäre. Und ja, und wir sagen mal, warte. Noch nicht bis dann. Finde ich, wäre schnell mal nach Google gehen. Nee, nach Roblox. Schnell was nachschauen. Guck, ich habe hier 4 Robux. Die habe ich nicht gekauft. Das sage ich euch jetzt schon. Die habe ich nicht gekauft. Seht ihr? Die habe ich nicht gekauft. Ich mein's ernst. Die habe ich einfach von einer Website bekommen. Und ich werde euch jetzt die Website zeigen, wie ihr auch gratis Robux verdienen könnt. Wir gehen erstmal nach Google. Das musste jeder bestimmt schon haben. Oder was anderes. So, hier schreiben wir mal RBX. Guckt, hier steht es RBX. Nee, R heißt ein Wunschstern L. Egal. So, dann drücken wir drauf. So sieht es aus, Leute. So muss ihr das hinschreiben. So. Dann Login. Ja, warte. Niemand. Aha. Das ist ja mein Account. So. Da geht hier rein. Guckt, oder? Hier macht ihr die ganze Zeit, ihr drückt da, guckt und so 300 Robux. Diese Quest müsst ihr alle machen, damit ihr das auch bekommen könnt. Aber ich gebe euch einen Tipp. Ich glaube, es war hier. Hier, nee, nicht hier. Wo war das? Easy? Was ist? Ich glaube schon. Nee, das war es nicht. Dann war es top. Oder war es fast? Nee, doch top. Hier sind die einfachsten Aufgaben, wo ihr Robux verdienen könnt. Hier drückt ihr einfach auf die nächste, wenn ihr da nichts gefunden habt, was gut für euch ist. Hier steht einfach installieren und die App öffnen, dann bekommt ihr 2,8 Robux. Manchmal geht es nicht, weil das verbuggt manchmal und so, aber meistens geht es. Ihr könnt auch andere Videos noch anschauen, wie zum Beispiel, ja, andere. Da drückt ihr drauf und Continue. Ich glaube, ich werde es jetzt nicht runterladen, weil zu viel Speicher und so. Aber das machen wir jetzt einfach.
Overdox ist, habe ich noch nie gehört. Ich habe in die Kommentare, ob die irgendwann sowas über Overdox gehört hat. Und Leute, das dauert zu lange. Das werden wir bestimmt nie. Da muss ich, oder warte. Das dauert zu lange. Also ich mach das mal schnell hin. So, und dann gehen wir wieder da. Da gibt es bestimmt noch andere, die hier, da denkt ihr da, dann geht ihr wieder zurück, wo ihr vorher wart. Oh, hier war da eine, hier. Da gibt es 1,2 Robux. Wenn du die gemacht hast, dann steht es hier, die Robux. Dann geht ihr hier drauf, drückt das zweite, da drückt ihr drauf. Und dann Daily Reward, was ist das? Bekommt man dann, ja stimmt, man bekommt doch, nur wenn man das gemacht hat, bekommt man plus 1 Robux. Wenn du 5 machst, dann bekommst du 5 Robux. Wenn du 7 machst, bekommst du 7. Wenn du 10 machst, bekommst du 10. Also eine müsst ihr bestimmt, ihr müsst eine machen, weil dann bekommt ihr das, die Robux. Nicht zuerst Promo-Codes gehen und dann nach YouTube nachschauen und dann Promo-Codes eingehen und dann direkt Withdraw drücken. Das geht nicht, da musst du zumindest eine Quest gemacht haben, bis ihr das alles zu deinem Account schicken dürft. Man darf nicht mit, man muss da gar kein Passwort reingeben, gar keine Verifizierung, das ist geil. Da drückt ihr drauf, wo das Geldzeichen steht. Dann geht ihr Withdraw. Ich habe jetzt leider keine Robux, da drückt ihr hier drauf. Einfach hier drauf und so. Dann steht, dann geht, dann, ihr werdet schon selber herausfinden. Selber herausfinden. Und mit den 5 Robux werde ich bestimmt irgendwas mal was kaufen. Ist eigentlich mein Bruder-Account, aber egal. So, wir gucken mal nach. Ich habe auf jeden Fall sehr geil, sehr, sehr geile Kleidung gekauft und so. Ich bin sehr zufrieden, was ich mir geholt habe. Die Video bekommen bestimmt jetzt um 11 Uhr oder morgen, wenn dann hochlade ich die. Leute, nicht wundern, dass ich jetzt die Videos um 1 Uhr oder so schicke. Das dauert. Immer wenn ich die uploaden will, also zu euch schicken will, zu YouTube, dann dauert es schon 2 Stunden, eine Stunde oder so. Und so. Hier, da geht ihr hier drauf. Hier, ihr seht 4 Robux. Und dann wird es automatisch zu euer diesen Account geschickt. So, nein. Wie kann ich das jetzt wegmachen? Und hier und wenn ihr das kaufen wollt, dann könnt ihr das auch kaufen, wenn ihr ein bisschen Taschengeld habt. Hier, das kostet nur 60 Cent, dann könnt ihr das einfach 40 Robux einfach euch holen. Oder zum Beispiel hier 11 Euro, da könnt ihr das 800 Robux sein. 11 Euro sind schon gut, sind schon richtig teuer, aber ich würde euch empfehlen, lieber 10 Mal, nee, oder? Lieber 5 Mal den da zu holen, weil 5 Mal 6 ist ja 110, dann müsst ihr nur 10 Euro und 10, nee, oder? Du musst erstmal ausrechnen. Du musst erstmal 1,20 Euro, nach 1,20 Euro kommt 2,40 und dann müsst ihr 3 Euro bezahlen und das ist halt viel besser. Oder ihr holt euch den da für 1,10 Cent und 3 Euro und 10 und 30 Cent. Dann bekommt ihr also mehr, ich glaube mehr Robux als das. Also ich würde das empfehlen oder den Trick, was ich euch gesagt habe, empfehlen. Ja. Hier drückt ihr auf jeden Fall hier drauf, wenn ihr einen Leuten zum Beispiel unterstützen will. Ich drücke mal einfach Banks, weil ich bin voll der große Fan von ihm. Banks. Und dann wird es hier automatisch. Und dann holt ihr euch das und dann supportet ihr ihn. Hier steht noch, dass ich 4 Robux habe. Und hier tut es wieder weg. Oder ich muss schnell wegmachen, damit ich das endlich. Oder das dauert einen Moment. Oh, was drücke ich da die ganze Zeit? So. Dann gehe ich wieder auf Roblox. Dann gucke ich mal, was ich mir. Aber Leute, nicht die teuren Sachen holen. Ich zeige euch jetzt einen Trick.
Wenn ihr auf PC sucht, auf PC spielt oder sowas, da dauert es schon ein bisschen lang. Okay, mein Freund spielt jetzt, oder Nachbar spielt gerade. Um 11, okay. Und ja. Da geht ihr hier drauf, da geht es zur Kleidung. Dann, ihr seht ja schon das alles, Shop for More. Dann geht ihr zu Preis, dann nehmt ihr diesen Ding. Warte. Diesen Ding unter, nämlich Free, so Apply. Dann scrollt, ich glaube, so hat es mein Bruder gemacht. Warte, ich brauche erstmal Shirts. Zum Beispiel, da haben wir uns schon ein paar Sachen. Hier zum Beispiel 7 Robots, also ein Mädchenkleid und so. Aber die paar Sachen sind schon sehr teuer, zum Beispiel so ein Sweater. Auch zu meinem Kleid, ich feiere den voll. Habe ich mir jetzt aber nicht geholt. Die seht den 100 Robux. Nein, ich scroll ganz und seht hier 5 Robux. 5 Robux. 8 Robux. 5 Robux. Rainbow Smiley. Das musst ihr nur alles machen und dann. Das ist zu viel. 100 Robux. Ihr geht unten, ihr guckt nach, ob es irgendwo ist. Und dann holt ihr den für 5 Robux. Den haben wir schon uns geholt, glaube ich. Haben wir den geholt, bin mir nicht sicher. Ihr guckt aber, es gibt so geile Kleidung für 10 Robux. 10. Ich habe gerade 4, aber da gibt es gar nichts zum Kaufen für 4. Und ja. Und ich wollte nur sagen, bis dann. Euer Gotze und ciao.